Einen schönen guten Tag, liebe Zuschauer, zum heutigen JFD Live Trading TV am Vormittag des 27. März. Wir haben 11 Uhr und wollen uns den DAX anschauen, der sich nach der gestrigen Beschau geradezu mustergültig verhielt in Sachen Rebound von dieser unteren Trendkanallinie. Wir sehen hier den DAX in der 24-Stunden-JFD-Indikation und den rufen wir uns auch gleich mal aufgrund der Geschehnisse eben auf. Sie haben vielleicht das gestrige Video gesehen, wenn nicht halb so schlimm, denn wir haben hier diesen Tendenzfall, die Annahme dessen, dass, wenn der DAX eben von hier diesem Level, dieser unteren Trendkanallinie des Abwärtstrendkanals, Schrägstrich der bullischen Flagge, unverändert der bullischen Flagge, hier nach oben abprallt und hier insbesondere das Level von 11.700 Punkten vielmehr überwinden kann und das gelang am Nachmittag, dann stehen die Aussichten gut, dass wir hier ja 11.800/11.850 ansteuern sollten. Jetzt haben wir gesehen, dass es in der Nacht Schrägstrich zum Beginn der European Session hier direkt einen weiteren Anstieg ging und zwar Richtung 11.900 plus und dann haben wir exzellenterweise hier diese obere Trendlinie wieder mal attackiert, aber Sie sehen es ja eindeutig, wieder mal sang- und klanglos gescheitert. Jetzt hat der DAX wieder aufgrund des Scheiterns dieses Ausbruchversuchs wieder nach unten abgedreht. Jetzt befinden wir uns bereits schon wieder unter 11.850 Punkten und es ist nunmehr davon auszugehen, dass der DAX auch weiter zurücksetzt, wenn er hier es nicht schafft, nochmals über 11.900 Punkte rauszuziehen. Sie sehen hier diese Trendlinie. Es ist immer mal wieder in den vergangenen Tagen passiert, dass wir mehr oder weniger den Versuch gestartet haben, darüber hinaus anzuziehen. Aber letztlich ja, war es eben nur bei einem Versuch geblieben. Und mit dem heutigen Scheitern hier hat sich eigentlich bestätigt, dass diese Trendlinie an Relevanz nicht zu unterschätzen ist. Und das ist auch keine Überraschung für Sie als stetiger Zuschauer. Sie wissen, was es mit dem Freitag auf sich hat. Wir haben hier statistisch gesehen den schwächsten Wochentag während der letzten 52 Handelswochen vorliegen mit nur 41% positiver Schlusspreise. Das hat sich in den letzten in letzter Zeit vielmehr ein Stück weit gebessert. Generell kann aber hier weiterhin daran festgehalten werden, dass der DAX hier eine schwache Wochentagstendenz aufweist. Und nun haben wir hier aktuell ein leichtes Minus. Also wir haben praktisch den Gewinn vom Vortag komplett ausverkauft, komplett abverkauft. Sind also hier nahe dem Schlussstand von gestern unterwegs, aber rein statistisch könnte es hier durchaus noch tiefer gehen. Mit Bestätigung dieser Abwärtstrendlinie, des Abwärtstrendkanals hier auf der Oberseite, sollte es jetzt durchaus unterhalb von 11.850, vielleicht geht es nochmal in Richtung 11.900, kann ich mir aber eigentlich nicht vorstellen. Zumindest kommt hier gerade eine kleine positive Stundenkerze, malen wir die mal ein Stück weit nach oben. Sieht so aus, als würde 11.800/11.700 durchaus nochmals auf die Agenda rücken können. Wir bleiben innerhalb dieses Abwärtstrendkanals. Das ist jetzt das favorierte Szenario aufgrund der Bestätigung von heute Morgen dieser Trendlinie, nahezu punktuell, nahezu perfekt. Und jetzt kann eben gesagt werden, dass das Bild generell bullisch natürlich noch ist, übergeordnet. Und dazu gehen wir mal kurz in den Tageschart. Ja, wir haben hier diese Ausbildung dieser bullischen Flagge, die ist hier wunderschön zu sehen im Tageschartintervall. Nichtsdestotrotz sind wir innerhalb dieses Trendkanals und es deutet sich, und da halte ich eigentlich an dieser blauen Linie jetzt dann auch fest mit dieser heutigen Bestätigung und mache die direkt mal fix blau, weil das sieht man hier eher danach aus, als würden wir durchaus im DAX noch ein Stück weit zurücksetzen können. Und das wären dann eben hier Niveaus Richtung 11.4, 11.350. Das ist so die Zone, worauf man sich durchaus einstellen könnte. Eben auch vor dem Hintergrund, dass der DAX nicht nur heute einen schwachen Wochentag hat, sondern eben hier saisonal. Ja, Ende März ist ja nun, Anfang nächster Woche haben wir den 30., 31. Dann haben wir rein tendenziell die Tendenz durchaus nochmal ein Stück weit zurückzusetzen. Dann allerdings Obacht geben, saisonal gibt es hier Rückenwind ab Anfang April und der ist sehr deutlich. Das wäre dann hier eine Chance, aus dieser bullischen Formation nach oben hin auszubrechen. Noch kann nicht gesagt werden, dass hier ein großer Korrekturmodus startet. Das hat mir hier vielmehr einen bullischen Anschein. Also das deutet sich hier als bullische Flagge an. Und wenn wir eben hier nach oben rausziehen, entweder mit einem stärkeren Rücksetzer, der jetzt in den nächsten Tagen in Anführungszeichen Stärke einige 100 Punkte vielleicht nach unten führen könnte, dann wäre hier auf jeden Fall eine gute Chance gegeben, um eben dann tiefer einzusteigen. Andernfalls, wenn wir eben hier rausziehen, das wäre heute das Tageshoch zum Beispiel, dann haben wir mit Auflösung dieser Flagge direktes Anschlusspotenzial für neue Hochs. Das muss gesehen werden. Übergeordnet ist der DAX hier weiter bullisch. Klare Umkehrsignale fehlen noch, wenngleich ich mir vorstellen kann, dass hier im zweiten Quartal durchaus mal stärkere Rücksetzer noch erfolgen werden. Also, dass wir jetzt hier direkt im zweiten Quartal eben hier Richtung 13.000 Punkte und höher ziehen, kann ich mir fast nicht vorstellen, aber man sollte sich hier eben auch mit der Vorsicht
am Markt bewegen, sich nicht gegen starke Trends zu stellen. Wenn der Markt hier keine Umkehrsignale auswirft, dann ist es so. Kurzfristig, wie gesagt, mit Bruch von 11.700 Punkten am gestrigen Tag sieht es aber echt so aus, als würde der DAX doch hier nochmal ein Stück weit runtergehen können. Da ändert auch die gestrige Erholungskerze wenig. Das war sehr, sehr schön, dass wir von den Tagestiefs stark hochgekauft worden sind und eigentlich nur minus 0,18% geschlossen haben am Donnerstag. Das ist sehr, sehr marginal natürlich und aufgrund des Ausverkaufs der Tagesverluste eine enorme Erholungsbewegung gewesen. Aber wir sehen eben heute hier direkt keine Anschlusskäufe. Haben den Versuch gesehen, gescheitert. Das spricht eigentlich dafür, dass wir durchaus noch mal ein Stück weit zurücksetzen können. Der übergeordnete Bias ist aber noch bullisch zu sehen. Daran kann man eigentlich nichts ändern. Obacht geben sollte man eben dennoch, wenn sich hier eben die Lage dahingehend, jetzt gehen wir nochmal in den Stundenchart weiter nach unten ausbaut. Also unterhalb von 11,7 sollte man jetzt dann mit 9 mehr Wochentiefs rechnen. Dann dürfte es eben in Richtung 11,55 in Richtung dieser unteren Trendkanallinie gehen. Anders sieht es natürlich aus, wenn wir die heutigen Tageshochs überwinden. Und da gehe ich auch direkt hier auf das, was ich hier im Tagesschart nochmal eingezeichnet hatte, ein. Also oberhalb von 11.950. Da haben wir auch ein Stück weit drüber das Resistant Level 1 liegen. Das wäre hier sozusagen dann der Alternativplan, wenn wir neue Tageshochs machen. Aber präferiert, wie gesagt, wird aufgrund des Wochentags, der saisonalen Tendenz eher ein Rücksetzer. Aber das läuft alles noch im bullischen Rahmen ab. Und insofern will ich hier noch nicht die große Korrektur aussprechen. Rein technisch ist der DAX eh, wenn es denn dazu kommt, zwischen 11.350 und 11.000 Punkten sehr gut abgesichert. Kritisch wäre es definitiv erst, wenn wir unter 10.500 Punkte fallen. 11.000 glatt, 10.500 Punkte. Dann muss man sagen, dann toppt der DAX hier in einer gewissen Art und dann kann es auch stärker nach unten gehen. Doch fehlen dafür jegliche Anzeichen. Nichtsdestotrotz scheint sich heute hier eine Art Short Day noch anzubieten, also hier fallende Tendenzen. Das würde sich erst relativieren, wenn wir hier das heutige Tageshoch rausnehmen und das wäre bei Preisen 11.952, 11.953 Punkten der Fall. Dann haben wir das ist dann Level 1. Hier ist der rote Pfeil gerade drüber. 11.962, 11.963 Punkte. Wenn wir darüber rausgehen, dann hat der DAX auf jeden Fall weiteres Aufwärtspotenzial. Das kann dann auch sehr schnell gehen. Sehe ich aber eigentlich für heute nicht kommen. Doch da hilft jegliche Spekulation nicht. Man sollte sich an die Marken halten. Neues Tageshoch eher bullisch. Ansonsten tendenziell eher heute weiter abwärts. Und das wäre das präferierte Szenario. Ansonsten hier unten, wenn wir tiefer absacken, den grauen Pfeil, gerade wenn wir aus dem Trend rausfallen, unterhalb von 5.550 Punkten, das wäre jetzt hier wirklich das Worst-Case-Szenario für alle Bullen, dann sieht es eben doch so aus, als würden wir noch ein Stück weit tiefer zurücksetzen, ist aber aktuell nicht zu erwarten. Gut, liebe Zuschauer, das wäre die Tendenz des DAXes für den heutigen Tag. Im Übrigen dann auch hier die DAX-Tendenz für heute und auch inklusive die ganze nächste Woche, denn JFD Live Trading TV wird eine Woche pausieren. Wir werden das im Stream nochmal bekannt geben. Heute Nachmittag gibt es nochmal einen kleinen US-Ausblick natürlich, dann auch größerer Natur. Ansonsten werden wir uns erst wieder am 6. April dann hören. Freue mich auf jeden Fall, dass Sie hier dauerhaft dabei sind. Ich sage danke fürs Einschalten. Wenn Sie noch Anregungen, Statements und dergleichen haben, hinterlassen Sie ruhig einen Kommentar im Blog bzw. im Stream vielmehr. Und ansonsten verbleibt es mir jetzt eigentlich nur noch, Ihnen eine schöne Mittagszeit zu wünschen. Wenn Sie mögen, hören wir uns nachher wieder oder dann sogar im JFD-Webinar ab 14 Uhr kostenfrei für alle. Können Sie dann auch mal live nochmal eine Stunde lang mit mir über die Märkte fliegen und dann schauen wir mal, was sich ergibt. Ich sage danke fürs Einschalten und wenn Sie mögen, bis später, Ihr Christian Kämmerer.